Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen. Und ja, das Husten lasse ich jetzt drinnen. Im letzten Video ist es schon rausgeschnitten. Egal. Ich habe eigentlich lange überlegt, ob ich überhaupt was zu diesem Thema sagen soll. Weil, und ja, ich stehe schon wieder. Oder eigentlich lehne ich an der Wand. Egal. Ich habe wirklich überlegt, ob ich zu diesem Thema überhaupt was sagen soll, weil im Stream regen sich so viel auf. Tanzverbot ist voll der Hater. Ja, von mir aus, dann ist das halt. Ich habe mir gestern war das schon mal, da habe ich im Stream ständig die Nachrichten gekriegt, also vorgestern für euch jetzt. Am Freitag hatte ich genug Nachrichten, so, hast du das Dement gekriegt? Oh, Kiel, hat er nicht gesagt. Mir ist scheißegal, was er sagt. Oder macht. Was mich allerdings überrascht hat, ist, dass er anscheinend irgendwie in seinem Kopf glaubt, dass wir momentan ein Beef miteinander haben. Versteht mich nicht falsch. Ich persönlich habe keinen Stress mit ihm. Ja? Er ist nicht mein Kumpel, mein Freund und sonst was. Das hat er irgendwie in seinem Video gesagt, dass er glaubt, dass, oder besser gesagt, dass er meint, ich glaube, wir sind Freunde. Immer wenn ich was poste, schreibt er so ekelhaft runter, als ob wir Freunde wären. Wir sind keine Freunde. Ich folge dem nicht, er folgt mir und spammt mich immer voll mit seiner grausam dreckigen Rechtschreibung, die keine Drecksau versteht. Da könnte ich ausrasten. Darüber hinaus habe ich übrigens vergessen zu sagen, deswegen hier ein Bild. Vergesslichkeitslord, oh yeah. Jedenfalls folge ich ihm nicht. Ich folge ihm schon lange nicht mehr. Kilian! Oder besser gesagt, Tanzverbot. Alter, um in meinen Freundeskreis zu kommen, müsste ich dich mindestens 3 Jahre kennen oder 5 Jahre kennen und dann auch real getroffen haben, und zwar mehrfach. Und viel mit dir auch unternommen haben. Ich habe nur 4 oder 5 Menschen auf der Welt, die ich als Freunde bezeichne. Und da gehörst du bestimmt nicht dazu. Also sorry, was du dir einbildest, ist definitiv fake. Worauf er sich in einem Video bezieht, ist, er sagt irgendwie sowas wie, ja, er glaubt, dass ich glaube, oder er sagt, dass ich glaube, dass wir Freunde sind. Oder dass wir aufgrund irgendwelcher Aussagen, die ich getroffen habe, unter anderem eben die Sache, dass wir keinen Beef miteinander haben, nach der Sache mit dem TS, weil ich war ja bei ihm auf dem TS und da hat er sich die ganze Zeit, er hat sich total aufgeführt, weil ich ja immer nur dann da bin auf seinem TS. Oh, sein TS ist so heilig, mein Gott. Junge, dein TS geht mir sowas von sonst wo vorbei, das glaubst du gar nicht. Nebenbei bemerkt, war ich auch öfter auf seinem TS, wenn ich mit jemandem gezockt habe von seinem TS. Es ist nicht so, dass du der Mittelpunkt meines Universums bist. Bei weitem nicht. Aber okay, kommen wir mal zum Wesentlichen. Ich habe keinen Stress mit dir, ja? Du hast Stress mit mir und du machst im Prinzip jetzt bei mir genau dasselbe, was du mit Iblali, mit Gronkh, mit weiß der Geier noch wen alles, Simon Desi, glaube ich, war schon dabei, KuchenTV, wobei ich sagen muss, KuchenTV, da gebe ich dir teilweise sogar recht, das ist einfach ein, naja, aber du rage oder du pisst dich gegen jeden YouTuber auf, der dir irgendwie in die Quere kommt oder von dem du glaubst, der kommt dir in die Quere. Junge, Alter, du bist mir voll furz egal. Warum sollte mich kümmern, was du sagst? Ey, das kommt ja gleich nach sowas wie Iblali, der sagt, ich bin Drachenlords Vorbild. Alter, never, niemals, in 1000 Jahren nicht, in Milliarden Jahren nicht. Ich habe keinen Stress mit dir und ich will auch keinen, weil diese ganze Beef-Geschichte auf YouTube könnte mich vielleicht irgendwann auf die 100.000 oder auf die 1 Million Abonnenten bringen. Warum mache ich es also nicht? Warum fange ich nicht diese ganze Beef-Geschichte mit Iblali wirklich mal an? Weil ja, hier und da mal ein bisschen so ein bisschen sticheln, das mache ich schon, so ist es nicht. Aber wenn ich richtig loslegen wollen würde, dann würde ich mal ein paar Videos raushauen, richtig aggressiv. Die Sache, was ich ja mal angefangen hatte, mit dem Video, wo ich gesagt habe, ich hätte gerne Reactions, beziehungsweise ich würde gerne wissen, was los ist und so. Und habe Fragen gestellt, wo er dann wirklich darauf reagiert hat, das war schon mehr die Richtung Beef, ja. Aber eigentlich will ich das alles gar nicht und ich habe dann auch nicht weiter darauf reagiert, nachdem er dann darauf reagiert hat.
einfach weil ich das nicht für nötig erachte. Ich möchte nicht auf so eine Art und Weise bekannt werden. Ich möchte keiner von den YouTuber werden. Entschuldigung. Ich möchte keiner von den YouTubern werden, wie Kilian oder wie Tanzverbot im Allgemeinen, der halt irgendwie seinen Ruhm darauf aufbaut, dass er sich über andere aufpisst und alle das schauen, weil er sich darüber aufpisst. Versteht mich nicht falsch, ich habe hier und da auch schon Scheiße gebaut, ich habe hier und da auch schon irgendwie gegen Leute geschossen, wo man das meinen könnte, dass es mit dem Ziel war. Da habe ich letzten Endes dann immer den Schwanz eingekniffen und habe dann doch gesagt, okay, lass ich doch bleiben. Nicht, weil ich Angst hatte oder so, sondern einfach, weil ich gedacht habe, ja, dann heißt es wieder bloß, wenn du bekannt bist, ja, das hast du nur gemacht, weil du da, Nein. Und ja, meine kleinen Schlinge, ich weiß schon, was jetzt gleich in den Kommentaren stehen wird. Nämlich, dass ich das gemacht habe, weil ich Angst hatte. Provoziert bitte jemand anderen mit offensichtlichen Sachen. Alle Abonnenten, die ich habe, habe ich letzten Endes deswegen, weil ich einfach den Scheiß mache, den ich mache. Ob er jetzt gut ist oder schlecht ist, ist immer erstmal völlig egal, darum geht's nicht. Viele Leute schauen mich, weil ich schlecht bin, viele Leute schauen mich, weil ich nicht aufgebe, viele Leute schauen mich einfach, weil ich die Schnauze aufreiße und das sage, was mir nicht passt. Um das Ganze zu am Ende zu bringen, weil ich möchte das Video hier jetzt keine Stunde lang werden lassen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir sind schon. Ja, 6 Minuten, knapp 7, das geht schon. Um zu einem Punkt zu kommen, hier hast du deine Reaktion. Tanzverbot hat mich gehatet. Wahnsinn. Ist sie zufrieden? Darüber hinaus würde mich interessieren, wenn ich dich so ankotze und wenn ich so ein Ab... Weiß der Geier, wenn ich ein so... bin, wie du sagst, warum reactest du dann auf das, was ich gemacht habe? Wie denn... Das Video mit dem Strom oder das Video mit meinem Song. Warum reactest du da drauf? Aus einem einzigen Grund. Du bist genauso klickgeil und genauso möchte gern Fame wie alle anderen. Und ich bin nicht anders. Alter, wir sind YouTuber, das ist normal. Komm mal in der Realität an und komm klar auf dein Leben, Alter. Anstatt hier irgendwie Scheiße zu labern. Schaut mal bei mir an, bei mir schaut so scheiße aus. Ja, bei mir schaut's auch scheiße aus. Ich hab auch hier einen Müllsack rumliegen. Aber deswegen muss ich nicht in die Kamera halten und sagen, schaut mal. Und zu mir sagen, ich bin ein Assi. Darauf komme ich gar nicht klar. Der Assi von uns beiden sitzt gerade vor einem Video und schaut's an. Und ich meine nicht mich. Wie dem auch sei, bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffentlich schießt jetzt er gegen mich. Dann krieg ich Fame. Tu mir den Gefallen und ignoriere das Video einfach. Ich möchte nämlich absolut keine Reaktion davon haben. Und wenn du sie machst, beweist du mir eigentlich nur, dass das, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass du der Fame-Geile von uns beiden bist, stimmt. Wenn du es nicht machst, dann eben nicht. Ich persönlich hoffe, du machst es nicht. Weil ich kann diesen Scheiß echt nicht gebrauchen. Aber ich prophezei jetzt schon, dass er reagieren wird. Er kann eben einfach gar nicht anders. Ach, eigentlich schade. Er hätte Potenzial gehabt. Danke, haut rein.